Ein herzliches Grüß Gott zu einer neuen Folge Heimatgeschichten. Wir sind diese Woche in Attaching. Attaching liegt zwischen Freising und dem Münchner Flughafen, ca. 30 Kilometer nördlich von München. Attaching wurde im Jahr 790 das erste Mal erwähnt. Das Kirchdorf gehört seit 1978 zum Gemeindegebiet der Stadt Freising. Heute leben dort ca. 1000 Einwohner. Mit Bus und Bahn sind sie in einer Stunde in Attaching. Wir haben die Franziskuskapelle besucht, uns mit der Bürgerinitiative getroffen, mit Martin Wiesheu von der Freiwilligen Feuerwehr und mit der blinden Franzi Skoff und ihrem Debütroman. Doch jetzt geht's erstmal zur Ortsmitte. So, wenn man in Attaching wissen will, was so los ist, habe ich mir sagen lassen, muss man zum Kramer-Willi. Aha, hier hängt auch ein Theaterplakat. Und jetzt schauen wir mal, was in Attaching so los ist. Servus, Willi. Ja, servus, Sophie, grüß dich. Ja, wo störe ich dich jetzt? Beim Eiramer. Beim Eiramer. Ja, warum willst du mir helfen, oder was? Ja, würde ich machen. Warte, lass mich das schnell daher. Du, ihr seid hier schon so das Herz des Ortes, oder? Hier trifft sich jeder, ist das so? Ja, nicht jeder. Aber viele, ja, genau. Ist ja eigentlich erstaunlich, dass sich so ein kleiner Laden auch noch in so einem kleinen Dorf so halten kann, oder? Ja, das grenzt schon fast an der Wunder, gell? das kennt Nein, man nicht, weil... Ja, man braucht schon viel Individualismus dazu, dass man das dann durchzieht. Halt, ja. Aber es passt, wir sind ein Familienbetrieb. Ja, wer macht da alles mit? Da meine zwei Schwestern. Aha. Und meine Frau ist da... Die sitzt im Büro. Ah, die habe ich noch nicht gesehen. Ah, ich mal kurz rausgeschaut. Ja, ja, genau, das ist ein bisschen mal laut. Genau. Und das heißt, das ist auch ein Betrieb, den ihr schon eine Generation habt, oder wie ist das? Mehrere also Generationen. 133 Jahre gibt es nicht schon, also 1887. 1887 ist dieser Laden hier entstanden. Ja, genau. Mein Urgroßvater hat in das Haus eingeheiratet. Und angeblich hat es den Lohn da schon gegeben, aber das weiß man nicht genau. Also drum 1887 ist das. Quasi die offizielle Gründung von deinem Urgroßvater. Und dann hat dein Vater das auch weitergemacht. Ja, genau, genau. Und dann, jetzt, und ich bin dann du. Die vierte Generation. Die vierte. Genau. Und ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, das ist nicht einfach. Ja, aber wie macht sie das, dass der Laden läuft? Weil ich meine, in so einem kleinen Ort, da frage ich mich, wer kommt hierher? Oder kaufen die Attachinger wirklich ihr Ganzen? Nein. Also schon ein paar. Ja. Einige, aber viele nicht. Aber es sind viele Arbeiter. Die bei uns kommen, weil es ja praktisch ist. Du kannst bei uns auch mit einem Lastwagen herfahren, zum Beispiel. Ja, wenn man gut parken kann, gell? Ja, genau. Mhm. Und es geht halt viel über Brotzeit und Getränkelieferungen im Dorf umeinander, zu verschiedenen Vereinen zum Beispiel oder Privatleuten. Ja. Und so ist das halt ein ganz großer Mix, was wir da machen in dem Christi. Servus. Und ja, so geht es. Und was kriegt man bei euch alles? Im Prinzip, da schon her. Ja, lass mal. So hat man erst der Kundschaft geschenkt. Die kleine Tafel. Wir haben alles, was sie brauchen. Was wir nicht haben, brauchen sie nicht. Der Kramer. Ja, das ist nett. Genau. Und du stehst jeden Tag hier? Ich bin jeden Tag da, ja. Mhm. Also ich bin nicht immer hier drin, weil ich bin meistens der, der die Lieferungen macht. Mhm. Und dann bin ich halt einmal wieder weg. Aber ich bin auch immer da. Also eine Schwester und ich und meine Frau, wir sind eigentlich immer da. Ja. Die zweite Schwester, die hilft bloß aus so. Genau. Und ihr seid eben so richtige Vollblut-Attachinger. Ja. Und hat euch das Problem Flughafen auch mehr zusammengeschweißt, würdest du das sagen? Ja, zerrissen und auseinander. Ja, zerrissen auch? Ja, weil es sind viele vom Dorf weggegangen, aus irgendwelchen Gründen. Die dann gesagt haben, ja gut, Fluglärm wahrscheinlich ja, auch, oder? Ja, sie haben halt dann, manche, also wie im Dorf, wenn du weiter aufkommst, da ist es wirklich laut. Also viel, viel lauter, wie jetzt da herunten. Ja. Und ja... Und dann ist es schon schwierig, wenn dann welche sagen, wir ziehen jetzt wirklich weg. Ist das, ja, genau, ja? Das ist halt auch schon, weil ja, du kennst die Leute schon ewig und dann sind sie weg. Und also genau, wie viele Menschen sind weggezogen? Ein Drittel oder ein Viertel? Drittel. Schon ein Drittel vielleicht Drittel. Schon? Ja? Drittel. Ja, das also ist dann schon eine andere Stimmung, wenn man merkt, dass die alle, dass da welche wegziehen. Ja, genau. Ja. André hat es dann natürlich wieder, also die Geschichte mit dem Flughafen schon zusammengeschweißt wieder, das stimmt schon. Ja. Da ist eine Einigung dann noch. Die da bleiben, eben, die sind wahrscheinlich schon eine eingeschworene Gemeinschaft, ja, oder? Ja. Und da ist halt auch ganz viel da bei mir dann auch wieder ab, hat sich ganz viel abgespielt. Ja? Weil, ja, wenn auch so Fernsehteams wie Sie zum Beispiel, der BR oder Sat.1, war dann der Anlaufpunkt ganz oft bei mir da, ja. Also sind hier reingeschneit und haben gefragt, was so los ist im Ort, oder wie? Ja, genau, wie die Stimmung ist, was ich davon, oder mir davon halten. Und
Und wie war da eure Meinung? Ja, die Stimmung war schlecht. Ganz, ganz schlecht. Also aber jetzt ist sie wieder besser, oder wie? Ja, ein bisschen besser. Aber wenn das Thema endlich vom Tisch wäre, wäre es natürlich ganz gut. Nein, nein, immer noch nicht. Und das zerrt schon brutal an die Kräfte. Also da kommen sehr viele Emotionen raus. Aber würdest du jetzt, wenn das wirklich kommen würde mit der dritten Staffel, würdest du dann auch wegziehen? Also nein, geht aber nicht. Geht gar nicht. Nein, geht gar nicht. Also nein. Ist schon, aber die kommt nicht. Ja. Und da halten wir uns von was anderes jetzt. Genau. Weil ihr, du spielst ja noch Theater. Ja. Du bist richtiger Schauspieler. Also ihr seid beide Schauspieler. Ja, eine Laienschauspielgruppe. Ja, genau. Komödie. Wir haben da ein Schauspiel. Und heuer spiele ich wieder. Mhm. Und ja, mit denen uns da abwechseln. Welcher bist du da? Ich bin da. Genau, der Dr. Winkler. Mhm. Hey, und ihr spielt 2 Monate, ganz schön lang. Ja, genau. 12 Mal wird da gespielt. Ja, genau. Und die Resonanz ist sehr gut. Also wir bekommen viel Kompliment momentan. Genau. Ja, kann man unterstützen, so eine Laien-Theater-Schauspielgruppe, weil ihr macht es ja auch alle nebenher. Ja, das ist alles ehrenamtlich. Ja. Und das ist ein sehr großer Aufwand. Das glaube ich. Ja, Willi, du, vielen Dank. Macht aber viel Spaß. Also so ist es nicht. Nehme ich mir gleich mal mit. Ja, bitte, gerne. Du, danke. Bitte. Dann wünsche ich euch alles Gute. Das Atterhin so bleibt, wie es ist. Gell? Servus und ja, vielleicht sieht man es immer genau. wieder. Genau, danke. Genau. Ciao. Jetzt hast du mir doch nicht geholfen beim Mitgehen. Ja, stimmt. Wissen Sie, was bei diesem Münchner Bier die Initialien JW bedeuten? Wenn nicht, dann bleiben Sie dran. Wir sind in Attaching und treffen jetzt den dritten Bürgermeister aus Freising, Hans Hölzel. So, Herr Hölzl, jetzt stehen wir ja hier am Maibaum. Was beschäftigt die Attachinger noch so? Ja, wie gesagt, wir sind mehr oder weniger zweigeteilt. Also der Bereich hier unten, das ist also der, wo eigentlich als Zentrum gedacht ist oder auch immer war. Und das wollen wir natürlich erhalten. Und wir haben momentan ein bisschen, ich will nicht sagen Probleme, aber wir haben dass da ein größeres Bauprojekt stehen soll. Und da wehren wir uns natürlich dagegen, weil man sagt, wir wollen die dörfliche Struktur erhalten. Und dazu gehört einfach... Was sollte hier gebaut werden? Wohnungen. So? Wohnungen. Mhm. Wohnungen, also der alte Wirt soll abgebrochen werden und soll eine größere Wohnanlage gebaut werden. Und da müssen wir halt schauen, von Seiten der Attaching und auch der Kommunalpolitik, dass man halt das von der Struktur her in den Ort passt. Ja. Wir wollen also da keine großen Wohnsilos. Und darum ist unser Bestreben da mit einem projektbezogenen Bebauungsplan, das ein bisschen zu steuern, weil wir glauben, dass es wichtig ist, das Zentrum mit der Kirche, mit dem Schulhaus, mit dem alten Schulhaus, das ja jetzt leer steht auch oder als Wohnraum genutzt wird, und für Vereine, das Klassenzimmer für Vereine mit der Gesangsverein ist drin und solche Sachen, Theaterverein. Wir haben den Kramer noch und dazu gehört natürlich zu einem Dorfplatz auch die Gaststätte. Und da wollen wir halt schauen, ob wir das nicht in dem Maße, wie es jetzt ist, da nochmal erhalten können. Wird natürlich schwierig werden, weil große Investitionen anstehen. Also der steht ja jetzt gerade leer, gell? Der steht leer. Aber der hat ja eine historische Geschichte. Genau, und das war ja früher, also der Augustiner, also der Wagner, der aus Attaching kommt, und das ist ja von der Historie so, dass das ja eine große Wirtschaft war, weil da vom Fürstbischof diese, was war das, die Aussiedlung da, der Rinderhaltung und so und der ganze Durchgang für das war also da in der Gaststätte. Aber ist natürlich alles Vergangenheit. Das heißt, die Familie Wagner, die war hier ansässig in Attaching und hat dann das Augustinerbräu nach München. Das sind noch München, also dann die nachfolgende Generation, glaube ich, die jüngeren dann. Aber die Tradition ist halt da noch. Und es war immer der Mittelpunkt auch in Attaching. Und leider ist allgemein das Wirtschaftssterben, das ist ja nicht nur bei uns jetzt so, sondern das ist allgemein. Und jetzt muss man halt schauen, ob es eine Lösung findet. Wenn es keine Lösung findet, dann wollen wir zumindest die Wohnbebauung so gestalten, dass es also zur dörflichen Struktur passt. Und nicht mit Flachdach und dreigeschossig und was weiß ich, das wollen wir eigentlich nicht. Und da müssen wir halt schauen, ob wir das gesamt mit dem Planungsamt der Stadt das zu bewältigen können. Und das wäre halt unsere Zielsetzung. Man muss einmal schauen, jetzt, was rausgeht. Wie gesagt, wir haben einen projektbezogenen Bebauungsplan jetzt aufgestellt und da muss man jetzt schauen, wie man dann mit den Besitzern eine Lösung findet. Baurecht ist da, aber wir wollen das Baurecht natürlich so
dass das für den Ort passt. Aber im Moment ist ja wirklich so, der Mittelpunkt ist der Kramer, oder? Da treffen sich wirklich alle Attachinger, gell? Da merkt man schon, da ist noch wirklich Leben da. Das ist ja, und darum ist ja für, sag ich mal. Da merkt man, es funktioniert eigentlich schon. Es kann funktionieren. Ja, und es ist ja so, wir wollen halt schauen, weil, wie gesagt, durch die Einschränkung der noch im Planverfahren rechtlich in dritten Startbahn, also nicht allzu viel möglich ist im Ort noch. Und darum ist der Mittelpunkt da, wäre halt verdammt wichtig. Und den muss man halt schauen, dass man erhalten kann. Also hauptsächlich eigentlich, indem man eine Gaststätte macht, die auch wieder den Ort belebt, oder? Ja, den Mittelpunkt. Wir haben schon in der Sportanlage eine Gaststätte. Aber das ist ein reines Speiselokal mittlerweile. Und so mit Stammtischen und wie es früher im Ort war, geht es halt nicht mehr. Weil der Wirt natürlich schaut, dass er abends viel Essen hat, weil das sein Verdienst ist. Ja, sind Sie in den Vereinen hier in Attaching? Ja, ich war ja 45 Jahre Vorstand beim Sportverein. Ah, beim Sportverein. Ja. Wir haben das Ganze, 78 ist das Ganze gebaut worden, vor der Eingemeindung nach Freising. Ja. Und da war der damalige Bürgermeister mit meiner Person ein bisschen diese Triebfeder, das Ganze da zu gestalten. Ja. Und hat sich bewährt. Also wir sind, was die Sportanlage anbetrifft, also heute ist Freising in der glücklichen Lage, diese Anlage zu haben. Weil Freising die auch mitnutzt? Ja. Und es ist äußerst schwierig, dann diese Flächen irgendwo noch zu bekommen, um so eine große Sportanlage zu bauen, weil es gibt ja fast keine Flächen mehr. Mhm. Auch in der Stadt sowieso nicht mehr. Große Tennishalle ist da auch, oder? Was ist das? Oder? Tennishalle, ja. Ja, Tennishalle. Ja. Die sehr gut genutzt wird. Ja, genau. Naja, wie gesagt, der Ort selbst ist intakt, das funktioniert alles. Wir haben das Problem, dritte Startbahn, wir hoffen alle, dass die nicht mehr kommt, weil einfach der Klimabereich jetzt so überhand nimmt, dass man sagt, das ist auch von der Politik zu überlegen, ob man sowas noch gegen den Willen der Bevölkerung baut. Ja, das ist auch so ein Thema. Und darum glauben wir, dass also für uns wäre ideal, wenn der Planfeststellungsbeschluss aufgehoben wird und wir dann auch wieder im ganzen Ort die Möglichkeiten haben zu gestalten. Jetzt ist es so, dass... Jetzt dürft ihr gar nicht, gell? Der obere Bereich, also der in der Planfeststellung liegt, eigentlich keine Veränderungen mehr. Also weil vielleicht eventuell die dritte Startbahn kommt. Vielen Dank, Herr Hölzel, dass Sie uns mal ein bisschen so einen Einblick gegeben haben in die aktuellen Themen hier in Attaching. So viel aus Attaching. Machen Sie es gut, auf Wiedersehen.